Sebastien Haller wird in der kommenden Saison wohl nicht mehr für Ajax Amsterdam auflaufen. Nach Sport1-Informationen wird der Mittelstürmer künftig das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Der Ivorer und der BVB sollen sich bereits mündlich über einen 5-Jahres-Vertrag einig sein. Rund 33 Millionen Euro sollen die Schwarz-Gelben als Ablöse an den Holland-Club überweisen. Mit der offiziellen Verkündung der Vereine ist noch in dieser Woche zu rechnen. Der Ivorer soll somit in die Fußstapfen von Erling Haaland treten und scheint die perfekte Lösung für die Nachfolge zu sein. Toni Kroos zeigt sich scheinbar unentschlossen über seine Zukunft bei Real Madrid. Wie der spanische Radiosender Cadenaser berichtet, will der 32-Jährige die kommende Saison abwarten. Erst dann will er sich entscheiden, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht. Kroos hat im Mittelfeldzentrum von Real durch Tchouaméni, Camavinga und Valverde zahlreiche junge Konkurrenz erhalten. Die kommende Saison wird demnach entscheiden, ob der Deutsche über den Juni 2023 noch Teil von Real Madrid ist. Der FC Arsenal sichert sich offenbar die Dienste von Rafinha und das, obwohl dieser eigentlich bereits mit dem FC Barcelona einig gewesen sein soll. Die spanische Zeitung AS bestätigt die Berichte der englischen Zeitung Times und berichtet, dass die Gunners bereit sind, 58 Millionen Euro für den Spieler von Leeds United auf den Tisch zu legen. Laut Times soll der Deal noch in dieser Woche offiziell über die Bühne gehen.